Ich bin Robin Rödel, der Filmregisseur von Adriana. Hier prallen zwei Welten aufeinander. Zwei super unterschiedliche Frauen vom Charakter her, die versuchen, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, was natürlich nicht funktionieren kann. Während Sie Ihr langweiliges und brüdes Leben genießen, schnappe ich ihn mir und spiele in Ihren Augen heute Abend ein wenig Nutte. Zuerst einmal habe ich halt viel mit eingearbeitet, was mir so an der Gesellschaft als etwas störend auffällt. So dieses mehr gegeneinander statt miteinander. Ich weiß nicht, ob Sie schon gemerkt haben, aber in diesem Land herrscht eine enorme Neidkultur. Und ich finde gerade Sie sind das beste Beispiel dafür. Immer gegeneinander statt miteinander. Es spielen viele Faktoren eine Rolle, dass ein ästhetischer Film entstehen kann und dass es nicht nur tolles Make-up und teure Klamotten. Ich kannte mein Ziel und ich hatte einen inneren Antrieb. Bitte! In einer katholischen Kirche mit blutverschmierten, nackten Männern zu drehen, ist, glaube ich, nicht so ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. So eine riesige Kirche auszuleuchten, dass das halt gut aussieht, dass es sehr filmisch aussieht. Was sie hier mit so einer Kirche machen, ey. Ich bin mir jetzt nicht zu schade.